Es ist bald soweit. Der Kampf gegen Major Bob steht an. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer wird das Privileg haben, gegen Major Bob anzutreten? Die Antwort auf diese Frage erfahren Sie heute in Diablo 2FX sucht seinen Star für den Kampf gegen Major Bob. Unser erster Kandidat, Smetbo, das Käferflug-Pokémon. Hören wir uns die Meinung von der Jury an. Ja, Smetbo, du kannst zwar deine Gegner einschläfern und ein bisschen Konfusion spammen, aber eigentlich bist du ja mega scheiße und darum kommst du nicht in den Recall. Ich hasse dich, Dieter! Unser nächster Kandidat, Dickda, das Boden-Pokémon. Deine Bodenattacken sind ja mal mega geil gegen die Elektro-Pokémon. Du wirst unser nächster Star für den Kampf gegen Major Bob. Und damit haben wir auch schon unseren Sieger in knapp 30 Sekunden ermittelt. Herzlichen Glückwunsch, Dickda. Du wirst gegen Major Bob antreten. Und da sind wir wieder mit Pokémon Nuzlocke. Jo, muss nur gerade schauen. Ja, ich weiß, glaube ich, wo ich lang muss. Oh Gott, hat mich ersehen. Sogar wir Matrosen haben Pokémon. Dann zeig mir mal, was du hast. Matrose. Hüe. So würde ich mein Kind nicht nennen. Du hast einen Tentacher, das ist natürlich wieder. Ach je. Warum könnt ihr nicht normale Wasser-Pokémon haben? Sowas wie ein Shiggy. Tentacher ist so. Bäh. Es hat noch Gift im Typ, ist doof. Ein kritischer Treffer. Aber zumindest nicht vergiftet. Ha. Konter, mein Freund, Konter. Und jetzt hast du noch ein Matrose. Hiel. Das klingt eher wie so ein Brunftschrei als Name. Jetzt habe ich vergessen, was der hatte. Ich weiß, warum? Nee, dann passt ja. Harn. Ich dürfte die MSN ja gleich durch haben. Dann können wir heute mal Richtung. Ach, ich brauche noch einen Zerschneider, ne? Den muss ich mir noch holen, ja. Aber ansonsten. Kann ich dann Richtung Gym, Arena. Endlich den dritten Orden holen. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, zieht es trotzdem viel ab. Aber dafür bist du tot. Harald, er hält 408 HP. XP. Okay, du bist nicht schlecht. Jo. Erholung. Ah, mal was zu den TMs. Ich bin eigentlich niemand, der TMs verwendet. Ich mochte die. Nie, also die VMs sind ja noch schlimmer. Die habe ich immer nur verwendet, weil ich es musste. Hallo Fremder! Ich kann nicht sagen, ob du aus den Bergen oder von hoher See kommst. Aber bleib stehen und rede. Alle meine Pokémon sind von hoher See. All deine 6 Carpador wahrscheinlich. 3 Carpador. Barney, das ist doch. Warum hat der denn jetzt ein Dings dabei? Na, ich probier's zumindest mal. Wickel. VMs habe ich immer nur benutzt, weil ich musste. TMs. Naja, es gibt ein paar ganz gute, aber ich war auch nie so der Freund von TMs. So. Nein!
Naja, gut. Was soll's? Jetzt macht es auch Super Sonic, wahrscheinlich. Und dann gibt es einen epischen Kampf zweier verwirrter Pokémon. Nein, Poison Sowas muss doch nicht sein, Tintaro. Das tut doch weh. Kann Tentacha eigentlich auf Level 7 schon irgendeine Wasserattacke? Ich weiß es jetzt gar nicht. Weil ansonsten könnte man nämlich auch Dick dagegen Tentacha antreten lassen. Jetzt hast du aber mal irgendwas, was wogegen mein Harald auch anstinken kann. Harald. Boris wäre ein besserer Name gewesen, glaube ich. Boris hat sowas Lustiges. Und so ein lustiges Myrdabla wäre doch toll gewesen. So Genosse Boris, das Myrdabla. Alter, das wäre klasse gewesen. Verdammt. Ich nenne irgendein Pokémon nenne ich noch Boris. So ein kleines Bastard-Pokémon am besten. So wie Myrdabla halt. So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie oft ich noch die Attacke Absorber habe. Nicht mehr sehr oft auf jeden Fall. Ja, gut. Schon Level 18, wow. Harald versucht Schlafpuder. Ja, das kannst du lernen. Gegen Sweet Scent. 9 Mal habe ich noch Absorber. Gut. Puff. Hat. Weiß gar nicht, wie die Attacke im Deutschen heißt. So eine neue Generation Attacken, die kenne ich alle gar nicht mehr. Da bin ich schon rausgewachsen. Ich weiß, ihr erwartet jetzt, dass ich irgendwas Tolles oder Lustiges sage, aber das ist, fand ich, immer leicht so als Let's Player. Man versucht ja eigentlich immer so die Gedanken, die man im Kopf hat, hier einfach so rauszuhauen, wie die man eigentlich während des Spielens hat, aber dann halt nicht sich halt nur denkt, so wie, boah, ich finde Sternlus toll, das hat 5 Zacken oder so. Aber, ach, Genesung. Das ist nicht immer ganz leicht. Also hab Mitleid mit all den Let's Playern dieser Welt. Das ist kein leichter Job. Weil jetzt macht's wieder Genesung. Das kann sie jetzt noch 120.000 Mal machen. Mindestens. Wenn es jetzt nochmal macht, wechsle ich aber. Weil dann nervt es mir und dann dauert es mir auch viel zu lang. Ja, also, passt doch. Ich weiß jetzt gar nicht, wem ich Zerschneider beibringen soll. Ich glaube Myrapla. Dann Harald. Genosse Boris. Ach, ich lasse einfach. Verdammt! Ich habe diesen davonziehen lassen. Ich glaube, ich lasse dann irgendwann beim Pokémon-Umbenenner hier Harald umbenennen. Oh, ach ja. In Boris. Wenn er bis dahin überlebt. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Gott, ich krieg gar nicht so viel in diese Folge hier rein, sehe ich gerade. Also der Kampf vielleicht noch und das wird es auch schon sein. Das ist ja quasi dann der letzte Kampf hier für das Schiff. Alles restliche werde ich offscreen machen, also den Zerschneider dann holen und dann sehen wir uns das nächste Mal auch gleich vor Arena-Leiter. Also vor der Arena. Kumpel, du läufst über die Planke, du wirst über die Planke laufen müssen, wenn du verlierst. Matrose, ein Pokémon, ja, das geht auch schnell. Philipp mit seinem Machrollo. Und es ist ein Machrollo, es ist gut. Schön.
Das war's mit diesem Kampf. Ich singe den Der Kampf ist zu Ende Song. Und ich kann nur schlecht singen. Ah, besiegt von einem Kind. Und wie schon gesagt, da das jetzt der letzte hier war, der letzte Kampf, sehen wir uns in der nächsten Folge vor der Arena. Den Rest mache ich hier offscreen, wie schon gesagt, falls da nicht noch was drin ist. Eine Hyperpotion, okay. Bis zur nächsten Folge. Ciao.